Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Hotelchecker. Diesmal aus einem riesengroßen Zimmer und ich glaube, man hört es so ein bisschen hallen hier im Hintergrund. Ich befinde mich in Bremen direkt neben dem Hauptbahnhof und habe eingecheckt im Courtyard Hotel bei Marriott. In diesem Hotel war ich schon einmal, aber das heißt gar nichts. Einmal habe ich damals hier nur dieses Standardzimmer getestet und habe jetzt hier ein Upgrade bekommen in ein Superieurzimmer. Und zum anderen befindet sich der Standardzimmertrakt in einem Neubau. Und dieses hier ist ein historisches Gebäude, bereits im Jahre 1913 gebaut worden. Jawohl, damals für die Auswanderer in die USA hat man dieses Gebäude hier erstellt. Es handelt sich um das sogenannte Lloyd-Gebäude und drüben spricht man dann vom Konferenzgebäude. Im Jahre 2010 ist hier komplett Marriott bzw. Courtyard eingezogen und dieses Zimmer hier, wie gesagt, das ist natürlich riesengroß und hier kann man wirklich Fußball spielen. Ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. Gleich geht's weiter. Nach dem Intro gucken wir uns alles genau an. Also bis gleich. So, und alte Gebäude haben meist immer einen sehr interessanten Fluchtplan. Man kann jetzt hier nicht so allzu viel erkennen. Also das ist hier, wie gesagt, dieses alte Lloyd-Gebäude. Hier sind die Aufzüge und wenn man hier rauskommt, dann läuft man hier direkt auf dieses Riesenzimmer zu. Da, wo dieser gelbe Punkt ist, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und da ist dann nochmal das angesetzte Badezimmer und der Kollege hinter mir hier, der hat dann wieder dieses kleinere Standardzimmer. Also ganz interessant gestaltet. So, wir kommen hier in dieses Zimmer rein und als erstes begrüßt uns dieser lange Flur mit dieser Beleuchtung hier, mit diesen Wandlampen an der linken Wand, mit dem Hängespiegel. Hier auch alles sehr, sehr breit. Das sind also über 2 Meter in der Breite. Da kann man sich auch in voller Pracht nochmal im Spiegel sehen. Und dann laufen wir mal hier direkt auf diesen nussbaumfarbenen Kleiderschrank zu. Das handelt sich hier tatsächlich um ein Echtholzfurnier. Da haben wir dann innen nochmal einen Safe. Wir haben hier jede Menge Böden, um Kleidung zu legen und auf der rechten Seite dann das Bügelbrett mit Bügeleisen, mit diesem großen Element und der Kofferablage. Da passt also auch so einiges rein. So, dann kommen wir hier in den Arbeitsbereich mit dem großen, großen Bett. Auch das ist schön groß gehalten, mit Sicherheit über 2 Meter in der Breite und in der Länge. Gehe ich auch mal stark davon aus, dass es hier länger ist. Das Ganze Courtyard typisch eigentlich hier mit dieser Lederrückwand in diesem Grün, in diesem Navy-Grün gehalten, in einem Kunstleder, aber das sieht trotzdem sehr edel aus. Wer abends nochmal ein Buch lesen möchte, kann das tun, indem er hier diese Flexlampen dementsprechend dann auch in die richtige Position biegt. Da haben wir dann diese schicken Wandlampen, Nussbaumschwarz, finde ich auch immer eine klasse Kombination. Mit den Schubladen kann man noch einiges unterbringen. So, und wenn man dann hier abends in diesem Bett liegt, dann kann man den Blick hier auf diesen Fernseher werfen und der ist auch nochmal schwenkbar. Der steht hier auf so einer kleinen Kommode. So, und den kann man dann auch schwenken zu diesem Chaiselong. Das haben wir dann auch passend in diesen braun-beige-Tönen zum Nussbaumfarbton gut abgestimmt und auch vor allen Dingen hier sehr, sehr schön lang. Also entweder setzen sich hier 2 Personen hin oder eine Person kann sich hier so richtig schön lang machen. Da ist dann nochmal das Telefon. So, und hier haben wir eine leichte Schräge. Jetzt gehe ich mal hier mit euch zu dem Fenster. Hier ist so ein leichter Vorbau. Einmal die Stufe nach oben. So, und auf der rechten Seite hier kann man es wunderbar erkennen. Das ist das alte Lloyd-Gebäude. Und hier dieser Vorbau, das ist dann das sogenannte Konferenzgebäude. Ich gehe mal mit euch hier auf die andere Seite, weil da kann man nämlich dann auch noch mal so einen ganz kleinen Blick, da sieht man so ein beigefarbenes Taxi zum Bahnhofsvorplatz erhaschen. Und man kann unten diesen Namen, da fährt das Taxi gerade weg, C und O, also Courtyard, da ist direkt der Eingang, kann man hier wunderbar sehen. Und ja, auf der anderen Seite vom Bahnhof, da fängt dann auch gleich die Innenstadt an. So, Treppe wieder runtergehen. Hier ist dann noch mal so ein kleiner Sessel, von da aus kann man natürlich auch Fernsehen schauen. Der sieht hier so ein bisschen verloren aus. Da nochmal das Gleiche. Also die Fenster sind hier auf jeden Fall genügend vorhanden. Und hier kann man dann seine Arbeit verrichten, wenn man dann abends hier ins Zimmer kommt. Dann hat man hier auch nochmal genügend Platz.
Eine kleine Willkommensnachricht, beziehungsweise hier ein kleines Willkommensgeschenk war vorhanden. Ein Apfel, den habe ich schon gefuttert. Dann hatten wir noch eine Rittersport-Schokolade und zwei Raffaello. So, die sind noch übergeblieben. Schubladen, jede Menge sind da. Auf der linken Seite, mal gucken, ist hier ein Kühlschrank hinter. Da ist der Kühlschrank in der Tat. Der ist natürlich jetzt hier leer. Da kann man sich dann mitgebrachte Speisen und Getränke unten am Marketplace besorgen an der Rezeption und dann hier auch reinstellen und kühlen. So, da haben wir eine schicke Bürolampe, die werden wir mal einschalten. Es quietscht. Ja, die ist auf jeden Fall hell genug. Und wie sich das für ein amerikanisches Hotel gehört, haben wir hier ein Behältnis für Eiswürfel. Auf dem Flur ist dann der Eiscrasher, da kann man dann dementsprechend dieses Behältnis mitfüllen. Auch nochmal eine nette Aufmerksamkeit, das ist nicht in jedem Courtyard Hotel so. Ein kostenloses Wasser und wie gesagt auch hier der Teller mit den Süßigkeiten und dem Apfel, das habe ich also auch ganz, ganz selten mal in den Courtyard Hotels. Also wird mein Platinum-Status bei Marriott auf jeden Fall momentan sehr gewürdigt. So, dann kommen wir hier ins Badezimmer und auch das ist groß genug mit diesen braunen Fliesen in Verbindung hier an der Wand mit den beigefarbenen Fliesen und endlich mal eine Badewanne, wo ich mit 1,92 Meter auch reinpasse. Meine liebe Freunde, also da passt so einiges rein in diese Wanne. Da oben ist dann die Dusche. Gut, hier ist jetzt keine Regendusche vorhanden, aber ich denke, die Handbrause tut es auf jeden Fall auch. Dann haben wir hier das aufgesetzte Waschbecken, wir haben die Badeutensilien, wir haben hier diesen Spiegel, diesen schwenkbaren. Und eine Sache ist mir gerade aufgefallen, meine ich das nur oder ist der Spiegel schief? Das ist so ein bisschen Loriot-mäßig, ne? Aber der sieht für mich aus, als wenn er schief angebracht worden ist an der Wand. Der Föhn darf nicht fehlen. Und hier haben wir dann die Hängetoilette und hier nochmal ein nettes Bild. Klar, wir sind hier in Bremen, da darf natürlich auch kein Schiff fehlen. Das sieht man dann hier nochmal dementsprechend. Wahrscheinlich Columbus sind hiermit dann auch diejenigen Personen, die hier zwischengeparkt worden sind in diesem Hoteltrakt, dann nach Amerika ausgewandert mit diesem Schiff. Das kann durchaus sein. Also da entzieht sich das momentan meiner Kenntnis. Ja, ihr seht selber, ein riesengroßes Zimmer, wo man Fußball spielen kann oder tanzen kann, was auch immer. Wenn euch jetzt dieses Video gefällt, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr jetzt oben rechts auf Check-in klickt, dann habt ihr mir ein Abo dagelassen und ihr verpasst keine Folge mehr und seid immer dabei, wenn eine neue Folge von mir erscheint. Ja, das soll es gewesen sein hier aus dem Courtyard bei Marriott in Bremen. Meine Freunde, macht's gut, bis in Kürze. Ciao, ciao, der Hotelchecker.